einfach, dass ich als Bayer einfach bayerisch bin. Und dann halt kommt dann irgendwann die Arroganz dazu. Da hab ich halt das österreichische 1, 2, 3, 4, 5 anders verstanden. Ich meine, hör mir das und das in YouTube an. Oh, das ist dann der Österreicher oder hört man der Bayer. Ich hab den Schwitter gehört. Der Schwitter hat einen Unrat, um einen den Schwitter zu sprechen. Er hat einen Unrat, um einen zu betonen und zu sagen, was er sagen will. Und da kommt ein Österreicher und hat einen anderen arroganten Art und Weise. Und ich glaube, das ist einfach die Vokale, die A, E, I, O, U. Österreichisch heißt von Ei, das ist anders als im Bayerischen, da würde Ei, kein Problem, gell? Und als Türke, da komm ich schon so, ich bin zwar hier geboren, aber mein Vater, mein Onkel, mein Tante, mein Onkel, ey, das ist alles von außerhalb türkisch. Und ich hab auch den Buchstaben, der war, wie heißt das, Vokale bei euch. Also, ich hab die A, die E, die I, die U, die U, alle. Und der Österreicher hat alles A, das E, das I, das A, das U. Der normale Deutsche hat ein A, ein E, ein I, ein U. Oder? Hab ich jetzt vergessen? A, E, I, O. Ne, Ü heißt es jetzt. Ü wegen der Gott Ausländer, die mein Arzt kommen. Das hat mir sogar das Ü, das deutsche türkische Ü. Der Soundcheck vom Griff mit oder Mikrofon, sag ich mir. Wir sagen Mikrofon. Das ist ein Mikrofon. Ein Österreicher, wir sagen es einfach das Mikro. Und das Schweizer habe ich auch gelernt, dass das dann das Mikrofon in der Linie alleine gelebt wird. Jetzt gehen wir uns mal.